Hallo Leute, heute möchte ich mit euch ein Paradieschen schnitzen, und zwar ein paar ganz einfache. Viel Spaß beim Zuschauen! Ganz wichtig, wenn ihr euch Radieschen kauft, ihr müsst als allererstes das Grün oben abmachen. Ansonsten saugen sich die Blätter weiterhin mit Nährstoffen voll und das Radieschen verschrumpelt ziemlich schnell. Als erstes machen wir eine kleine Maus. Dafür schneiden wir hier vorne das Grüne ab, aber nicht komplett. So ein bisschen was können wir noch als Schnauze dran lassen. Dann gucken wir, ob es so schön aussieht. Na, ja. Dann schneiden wir uns hier eine dünne Scheibe ab. So. Die halbieren wir dann einmal. Und so dick wie die Stückchen sind, schnitzen wir uns hier kleine Kammern. So, und da kommen dann die Ohren rein. Eins und zwei. Nachdem wir das haben, brauchen wir noch die Augen. Für die Augen nehme ich mir so einen Schaschlikspieß. Dann mache ich auf beiden Seiten ein kleines Loch rein. So. Und dann könnt ihr entweder Nelken reinstecken. Ich habe aber keine Nelken. Also nehme ich Pfefferkörner. So, eins und zwei. Und schon ist unsere Maus fertig. Sieht doch süß aus, oder? So. Als nächstes möchte ich gerne eine Blume machen. Und zwar gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Die erste ist, wir schneiden ganz knapp die Schale ab. Einmal ringsrum. Also nur einschneiden, nicht abschneiden. So. Und die legen wir jetzt in kaltes Wasser und dann gehen die so richtig schön auf. Dann gibt es noch die Möglichkeit mit einem Kanneliermesser. Das ist so ein kleines gezacktes Messer mit so einer Ecke drin. Und damit kann man dann wunderbar solche kleinen Stücke rausschneiden. Und das legen wir dann auch in kaltes Wasser. Und als nächstes gibt es noch die Möglichkeit, die reinzuschneiden. Also erst längs und dann nochmal quer. So. Und die legen wir jetzt ins Wasser und dann gehen die so richtig schön auf. So, eins, zwei, drei. Da lassen wir die jetzt schön aufgehen. So, das war's schon mit meinen Schnitzereikenntnissen vom Radieschen. Wenn ihr noch weitere Vorschläge habt, was man aus diesen netten kleinen Radieschen machen kann, schreibt sie mir unten in die Kommentare. Ansonsten, ich verlinke euch noch ein Schnitzbuch, da könnt ihr dann vielleicht weitergehende Tipps finden. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Kochen!